habe hier das Solinger Tageblatt. Vom Samstag, den 28. September 2019. Das ist das hier. Und es geht vor allem um den Lokalteil Solingen. Rennen um das Rathaus nimmt Fahrt auf. Wer wird nach dem 13. September 2020 Chef im Rathaus? Und bis jetzt gibt es drei Kandidaten, einen von der SPD, einen vom Bündnis für Solingen und einen von der FDP. Hier ist um einen Rotlichtblitzer an der Kreuzung vor der Eishalle. Montag, Ritterstraße wird zur Sackgasse, das ist hier in Hülscheid, das interessiert mich, weil Versorgungsleitungen in der Schützenstraße verlegt werden. Sperrt die Stadt die Ein- und Ausfahrt in die Ritterstraße am Montag. Das soll bis etwa 15. November gelten. Zwei Umleitungen regeln den Verkehr. Über die Straße des KZ-Kommandanten Lindenbaum kann man an der Stelle ausweichen. Das wäre meine Empfehlung. Muss man hinten am Friedhof durch. Und dann kommt man direkt auf die Straße des KZ-Kommandanten Grünbaum. Sowas gibt es hier. Ist nicht schön hier. So. Ich wohne schon mal länger in Solingen. Auf dem Weg ins Rathaus der Solinger Mediziner Dr. Robert Weindl. Und dazu gibt es auch ein Foto. Man sieht den Sympathieträger mit schiefer Brille. Und ehrlich gesagt, ich habe den Mann noch nie kennengelernt hier. Und das, obwohl ich seit Jahrzehnten hier lebe. Ich zeige euch gerade mal in die Kameras. Bekannt ist, dass der Amtsinhaber erneut antreten wird. Die Solinger BFS schickt ihren Fraktionschef ins Rennen und anscheinend ein Arzt für die FDP. So, an der Kreuzung auch mit Nazi-Namen Werwolf. Ist auch nicht schön, dass sowas so heißt. Soll es ein Rot- oder Tempoblitzer. Ein Tempoblitzer scheitert nur hauchdünn. Die Stadt wird eine Radaranlage anbieten, um Ampelrotlichtverstöße zu ahnden. Also es geht jetzt um Ampelrotlichtverstöße. Dann die Aarepreis schließt ihre Filiale in Ohlix. War ich noch nie drin. Gibt es einen Standpunkt? Metropolregion muss liefern. Standpunkt, worum es da geht, ist mir nicht klar. Es geht um, dass die Politiker des Bergstraates, ich weiß nicht mehr, was das ist, hier wirklich erstmal überhaupt orientieren. Schlossburg lädt zum Kindermärchenfest ein. Es ist schön, dass hier die Straße runter. Wie schön ist, dass 7,50 Euro und 4,50 Euro Eintritt kostet. Das ist wahrscheinlich der Museumseintritt. Ich bin mir dabei. Hier
Umleitung, die viel zu weit ist. Wie gesagt, die Straße ist KZ-Kommandanten Grünbaum, ist hier auch eingezeichnet. Der Friedhof ist auch drauf. Die daher hinterverlaufende Straße des KZ-Kommandanten Lindenbaum nicht mehr. Das wäre meine Empfehlung. Ist auch ziemlich eng. Da fahren die ganze Zeit Leute durch, die eigentlich gar nichts zu suchen haben. Fährt man nicht weiter auf. Arbeitssuchende sollen fit bleiben. Beim Gesundheitstag stellt das Jobcenter Wege vor, wie das gelingen kann. Gefragt sind Angebote zur seelischen Versorgung. Kriege ich auch jedes Mal die Pimpernel, wenn ich mir so einen Scheiß reinziehen muss. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Dame, die da informiert, angucke auf dem Foto. Übrigens, lieber Tageblatt-Fotograf, ich freue mich immer, wenn ich das Gesicht erkenne und sehen kann. Weiß ich auch, warum die alte Angebote zur seelischen Gesundheit macht. Dieser Unfähigkeit, eine Person zu fotografieren, schließe ich das Ganze für heute. Tschüss.